Unterhosen von Johanna in meinem Bett. Oder Kleidung. Einfach Johannas halbes Bett. Johannas halbes Sitzschimmer in meinem Bett. Kahl. Weiße Wände. Hässlich. Aber er ist trotzdem zum Zuhause geworden. Auseinandergenommen. Ich bin gerade in der Bilge. Das ist Bilge heißt. Stinkig. Und stickig. Und dass wir in der Wellenmaßbilge kein Licht haben. Also, man kommt rein und man sieht direkt unsere Millionärs im Badewanne. Sie sorgt für sehr viel Wohlbesein. Rausgegeben. Sonst kann ich hier nicht drinnen stehen. Ja. Nein. Kevin 9 ist die Beste und dann kommt Kevin 10. Und hier ist so ein Plan, wo wir uns eintragen müssen, wer was macht. Hier sind immer so Eimer und da lagern wir unsere Wäsche drin. Und ja, es ist immer ein großes Chaos hier, gerade ist es aufgeräumt, aber ja. Unordentlich. Wenn der Trockner läuft, können manche Menschen nicht schlafen. Chaos. Nass. Stinkig. Also basically Essen, richtiges dort. Wir essen nämlich gerade unsere Bags. Und kann man bitte mal diesen Boden anschauen. Da habe ich nämlich gestern 3 Stunden lang geputzt. Ja, Gewürze basically. Da drin war noch Milch. Ja, das ist eigentlich relativ ungeordnet. Hier sind größtenteils Dosen und Soßen und sowas. Da drin war noch Fleisch. Hier. Ja, andere Kühlschränke und ja, da unten noch Kisten mit Zitronen, Eiern. Ganz viel Schokolade? Hoffentlich. Gut gefüllt. Essen. Gefährlich. Chaos? Oh, Chaos. Die Mentorenkabine, da wohnten 4 Mentoren drin. Sie ist relativ cool. Wir haben 4 Stauraum, wir haben nichts in der Bilge gehabt. Wir haben alle unglaublich viel Zeug, was man gar nicht braucht und trotzdem ist alles verstaut. Wir haben ein eigenes Fenster. Das ist eine Escape-Hatch. Das heißt, wir immer auflassen können, wenn wir vor Anker sind oder alongside. Geräumt. Sand. Sandig. Jacqueline. Gut riechend. Gemütlich. Nochmal. Ready? Illegal food. Oh. Oh. Es funkt! Was? Ich hab gesagt bunt! Es boomt! Wir packen gerade alles zusammen und normalerweise sitzt man hier und isst oder hat Schule, aber ja, geht schlecht. Zusammenpacken.
gerade das ganze Zeug hier oben. Genau. Essen. Lunch. Bei gutem Wetter essen. Essen. Unser Vordeck. Und hier machen wir ziemlich viel. Wir haben hier Sails, die wir auf dem Vordeck setzen. Wir haben hier unseren Anker. Und wir machen auch unser Schiff am Hafen mit diesen Marine Lines hier vorne fest. Ist ein schöner Ort zum Chillen auf jeden Fall.